Das Tintelversum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer der Dirndl und Lederhosen, die nunmehr seit einem Jahr unterwegs sind, um neue Spiele zu erforschen, neue Freunde zu finden und sich zahlreichen Herausforderungen zu stellen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt das Dirndl in Sphären vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Spielt Point and Click Point Run, wie nennt man das? Point Click and Run, Klicken, Pappen, Klick, Papp, Klicken? Klick, wie nennt man es denn? Klicken Run. Nee, nicht Klicken Run, Click Point Games. Click Point Games, oder? Point and Click. Oh Mann. Danke dir für den Follow. Und du darfst natürlich jederzeit häufiger reinkommen. Das hört sich eigentlich nicht okay an, wenn ich sowas sage. Ja. Wir haben das jetzt mal geflissentlich etwas überhört. Aber ganz ehrlich, es gibt in so wenig Aufzügen Fahrstuhlmusik. Das würde doch einiges erleichtern. Da hätte man wenigstens lauter kleine Mini-Partys, wenn man Aufzug fährt. Ne? Das ist wie lauter, ne? Lauter kleine Darkrooms. Ha. Ein Darkroom ist ein spärlichst beleuchteter Raum für Sexualkontakte. Ne? Lauter kleine Darkrooms. Okay. So macht mein Gehirn. Jetzt wisst ihr, wie es in meinem Gehirn ausschaut. Okay? Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Couchgemüse wünscht dir alles Gute zum einjährigen Twitch-Jubiläum. Alles Gute. Alles Gute und mögen die High Trains mit dir sein. Yes. Hoch die Hände! Ein Jahr Twitch! Gratuliere, Dirndl! Herzlichen Glückwunsch! Ein Jahr Twitch! Das macht nicht jeder, das schafft nicht jeder, aber du machst es großartig. Bitte mach weiter so, du bist ein wundervoller Mensch, du bist eine wundervolle Person. Immer wieder für ein Späßchen aufgelegt, für gute Laune, das sind deine Streams gesorgt. Ich freue mich mega für die. Lass die feiern, alles Liebe. Oder wie du sagst, Hussal. Happy Birthday to you, Gaming Dirndl zu einem Jahr Twitch. Happy Birthday to you, Gaming Dirndl zu einem Jahr Twitch. Happy Birthday, liebes Gaming Dirndl zu einem Jahr Twitch. Happy Birthday to you, Gaming Dirndl zu einem Jahr Twitch. Alles Gute! Alles Gute! Hallöchen Gaming-Nirdl und Hallöchen auch an den Community. Ich bin ja der Charlie Fox oder auch der Ehrenfuchs 99 unter den Forza-Leuten. Gaming-Nirdl, alles Gute für das einjährige Twitch-Jubiläum. Ich freue mich so sehr für dich. Ich konnte es selbst schon mal erfahren, das Gefühl, weil ich ja schon ein bisschen länger hier auf Twitch und auf YouTube bin. Und das Gefühl so zu haben, man hat was erreicht, man hat so Leute zu sich geholt und auch, dass die Leute bleiben und auch sozusagen so ein gemeinschaftliches Gefühl bekommen. Das finde ich so, so mega geil. Man macht mit der Community so viele verschiedene Projekte, zum Beispiel
durfte ich an zwei Projekten so teilnehmen. Das war zum Beispiel Forza-Turniere. Die haben mega viel Spaß gemacht. Man hat richtig so mitgefiebert und so. Fand ich mega, mega cool. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, sowas zu haben. Und an den heutigen Tag wirst du diejenige sein, die dieses Gefühl bekommt, ein Jahr sowas durchzumachen. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg, dass du halt immer weiter am Ball bleibst, alles mitziehst und nicht aufgibst. Denn aufgeben gibt's hier nicht. Immer weiterziehen. Und wir werden es noch weiter irgendwo sehen. Also weiter so. Ciao, ciao. Das ist noch immer weg. Eigentlich habe ich damit kein Problem. Ich will es nur nicht verraten irgendwie. Ab 20G wird es undeutlich. Platzieren die einfach mal alle, damit die alle Spaß haben. Okay. Oh, ich habe ihm den Teddy weggenommen. Oh nein! Nein! Du bist unsere Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Didi, das ist tatsächlich gerade die Frage. Wenn ich hier rede und fahre, ne? Fahren ist ja zeitgleich mit meinem Reden, aber im Stream kommt es jetzt verzögert an. Ich habe jetzt gesagt, ich wäre die Zukunft. Min sagt aber, ich bin dann die Vergangenheit. Aber wenn ich doch jetzt hier was sage, bin ich doch eure Zukunft. Ihr hört, ich bin verwirrt. Und nee, wir reden gerade davon, dass ein Fehler bei den WLAN-Kabeln aufgetreten ist und jeder mal nachschauen sollte, ob seine noch funktionieren oder ob sie schon anfangen, schwarz zu werden. WLAN-Kabel? Okay. Sass. Warte mal. Hä? Hat er mich jetzt gerade getrollt? Und nicht vergessen, bei Geschwindigkeiten über 100 Mbit sollte man die Kabel auch in Steigofen verlegen. Du hast mich getrollt, du Socke. WLAN, Wireless. Ach so. Ja, stimmt, nicht LAN. Ach, du hast aber Kabel geschrieben. Ich habe ein weißes WLAN-Kabel, ja. Noch. Ja, ich besitze ein weißes WLAN-Kabel. Definitiv. Hallöchen Gaming-Dönel. Hallo, hallo, hallo. Ich habe zwar kein Dönel. Deswegen musst du das jetzt herhalten. Mir hat nämlich ein Vögelchen gezwitschert, dass du dein Einjähriges auf Twitch feierst. Und da wollte ich dir noch alles, alles Gute wünschen für die nächsten paar Jahre, auf dass du noch etliche Jahre auf Twitch herumgeisterst und deine tolle, gute Laune verbreitest. Ich bin auf jeden Fall richtig froh, in deine Community aufgenommen worden zu sein. Und ja, mach weiter so. Liebe Melanie, liebes Gaming-Dirndl. Ich bin froh, dich persönlich kennengelernt zu haben. Deine Streams sind schon mal was ganz anderes. Ich finde sie super. Ich finde, du bist ein super sympathischer, toller Mensch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute zum Jahrestag hier auf Twitch. Bleib bloß so, wie du bist. Und bleib uns auf jeden Fall auch nach deinem Experiment erhalten. Ich freue mich auf September und dass wir dann vielleicht gemeinsam mal den einen oder anderen rumtrinken. In diesem Sinne, euch jetzt noch viel Spaß. Tschüss. Liebste Melanie, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute zu deinem einjährigen Twitch-Jubiläum. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du angefangen hast mit dem Stream und somit jede Woche uns alle bereicherst mit deiner guten Laune und so viel Lebensfreude verbreitest. Wir hoffen, von ganzem Herzen, dass das noch ein paar Jahre so gehen wird
Und ich wünsche dir alles Gute, was noch kommen wird und viel Erfolg weiterhin. Servus, Grüezi und Hallo, Diende. Ich darf dieses feine Video aufnehmen für dich, für dieses Twitch-Jubiläum bei dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute für nächste Jahre weiterhin. Einen geilen Tag heute. Und ja, Dirndl, du machst es prima. Du machst es wirklich prima. Also, wie gesagt, ich schaue ja oft im Blog vorbei. Auch teilweise im Chat bin ich dabei. Und ja, ich kann auch ein bisschen nerven. Und ja, wer kennt's nicht? Die Dirndl, man sieht sie. Dich kann man gut sehen, weil... Erster Grund ist, du kannst tanzen. Das ist ein Grund, dir zuzuschauen. Der zweite Grund ist auch noch... Ich habe dekoriert, seht ihr das wenigstens? Sie kann dekorieren. Ich dachte, das da sieht fast sie aus wie so eine Piñata. Aber ich kann das da nicht dagegen klopfen. Das ist wirklich der zweite Grund. Deko im Stream. Nice. Also du machst deinen richtigen Weg steil bergauf. Sehr geil. Sie hat aber auch die Führung. Die Führung übernimmt sie auch ganz gerne beim Forza-Turnier. Dürft euch wieder rühren. Auch wunderbar. Dürft euch wieder rühren. Schöne Arbeit. Geil gemacht. Und sie... Der vierte Punkt. Der vierte Punkt ist natürlich auch Sport. Sportstreams. Auch sehr beliebt. Und 10, ja, 8, sie unterhält auch 9, dabei. Natürlich der fünfte. Der fünfte ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, um dir zuzuschauen. Sie schreit einen an. Ne? Man ist klar bei der Sache und das, klar, wir mögen's. Und neuerdings auch kochen. Natürlich, kochen kann sie auch. Oh, die ist gemeiner, die Zwiebel. Aber vergiss die Zwiebel nicht. Und damit wünsche ich dir echt einen wunderbaren Tag, wunderbaren, schönen Abend, Tag, morgens. Ich weiß nicht, wann es rauskommt, also hab einen megamäßig geilen Tag. Und man sieht sich definitiv irgendwo. Hau rein. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Und jetzt haben wir von Wolfi den Weißwurst-Song bekommen. Er hat ihn gefunden. It was at this moment that he knew. He fucked up. Machen wir jetzt Neandertaler oder Wikinger? Komm, wir haben ja zwei Versuche. Machen wir erstmal die Wikinger. Die waren zuerst. Nein, die Wikinger! Chat, nein! Das hat nicht gestimmt. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich den drücken. Wikinger stehen da schon? Nein. Ich sehe es auch gerade, ja. Fuck! Au, 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 au! 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 Oh mein Gott, ich sterbe! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3! Einen wunderschönen, liebe Dirndl, liebe Melanie. Liebes Dirndl, liebe Melanie, ich wünsche dir zu deinem einjährigen Jubiläum auf
Liebes Dirndl, Hallöchen, was geht ab, ey? So, jetzt hab ich's. Liebes Dirndl, liebe Melanie, Hallöchen. Seid ihr Schwestern, oder? Du hast wundervolle Dirndl. Liebes Dirndl, liebe Melanie, ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und alles erdenklich Gute zu deinem einjährigen Jubiläum hier auf Twitch. Es ist wunderschön und mega geil, dass du hier auf Twitch bist und dass ich dich kennenlernen durfte und deine mega, mega coole Community. Auch wenn ich nicht oft live dabei bin, beziehungsweise sehr aktiv bin bei dir, bin ich doch sehr, sehr oft im Lurk bei dir und glaube, dass ich dich so am besten auch unterstützen kann. Und ich fand es auch geil, dass wir auch zusammen was unternommen haben. Es war einfach mega geil. Ich träume davon, dass ich irgendwann mal einen Dirndl trage. Wie gesagt, auf jeden Fall mega, mega cool, dass es dich gibt. Ich finde auch deine Arbeit, die du reinsteckst, mega geil. Die Arbeit, die du in deinen Blog reinsteckst, finde ich auch wirklich, wirklich cool. Und wie soll ich sagen, du bist einfach ein sehr, 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 sehr geiler Mensch. Und ich mag deine Art, wie du bist. Und Dirndl und Yalla Rahiti und so, mega geil. Und ohne Scheiß, du bist einfach genial. Bleib so, wie du bist. Und ich hoffe wirklich, dass wir auch in Zukunft irgendwann mal was machen können und dass ich irgendwann mal einen Dirndl in einer passenden Größe finde, weil ich glaube, die Dirndl könnten meine oder würden meine Augenfarbe sehr, sehr betonen. Deswegen mega geil. Ich wusste auch nicht, was ich so am besten sage, aber ich sage einfach das, was ich denke. Dirndl, du bist mega geil. Mach weiter so und wie gesagt, auf ein weiteres Jahr auf Twitch. Wird mega cool und auf diesem Weg würde ich dann sagen, Jollere ist gut. Let's go. Dein Pyjama Miki. Gute Diese. Oh Mann. Woo! Hi Gaming Dirndl. Ein Jahr bist du auch schon auf Twitch. Sehen, wie die Zeit vergeht. Wärst uns mit deiner fröhlich lockeren, immer positiven Art und dein tollen Community Games und witzigen Art. I don't know. Mach weiter so und viele, viele weitere tolle Jahre hier auf Twitch. Danke. Hallöchen, Melli. Ich habe erfahren, dass du heute dein Einjähriges hast und da habe ich was Kleines vorbereitet. Aber bevor es losgeht, erstmal ein riesen, riesen Dankeschön an Akratosch für die geile Planung und für den geilen Support. Riesen, riesen Props gehen an dich raus. Richtig nice von dir. Und nun, wie man mich erkennt, gibt es einen schönen Reim von mir. Du bist nun auf Twitch ein Jahr. Inzwischen auch ein Superstar. Deine Blogs kommen echt gut. Davor ziehe ich meinen Hut. Deine Freude steckt einfach an. Mit dir macht jeder Stream Fun. Sympathisch bist du allemal und ein Lächeln von dir macht mich kahl. Bitte bleib auch weiter hochmotiviert. Alles andere wäre weird. Die besten Grüße gehen nach Bayern, denn dort kann man am besten feiern. Und nun endet auch die Laberei. Ich bin mal so frei und sage Tschüss und Bye Bye. Und das Fazit von allem, danke für ein Jahr Twitch, Melli. Riesen, riesen Props an dich. Ihr Lieben, ihr kriegt jetzt mal kurz einen Stuhl-Stream. Ich muss nämlich unbedingt aufs Klo. Und derweil könnt ihr euch über Teesorten, Tee ist auch richtig gut. Ich habe auch echt viel Tee. Soll ich euch mal meine Teesammlung zeigen? Ich, boah, was ein... habe ich das so gesagt in einem Satz, Zucker? Ihr bekommt einen Stuhl-Stream, ich gehe auf... Oh nein. Habe ich? Nein, habe ich nicht, oder? Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter das sind. So viel, was ist das? Wie viele Zentimeter sind so viel? Few inches later. Also das sind keine 20 Zentimeter. Ich hole hier gleich einen Zollstab. 12 seconds later. Das hier sind 9 Zentimeter. Ihr lieben Dirndl, ne, merkt euch, diese Länge sind 9 cm. 1 minute 37 seconds later.
Protex hatte 7 gesagt bei den Schwarzen. Also die anderen sind 10 Zentimeter. Ich hätte tatsächlich gedacht, die anderen sind mindestens 15, so wie sie sich anfühlen beim Laufen. Aber nein, sie sind nur 10. Nur 1 Zentimeter und es fühlt sich an wie 10. Der Unterschied. One eternity later. Wirklich? Eins? Achso, shit! Oh, Wolfi! Ich fall bald vom Stuhl. Ich fall vom Stuhl, habe ich das so gesagt? Nur 1 Zentimeter, es fühlt sich an wie 10. Ich hau mich weg. Oh, geil! Leute, jetzt bringt ihr mich auf eine Idee. Wenn ich hier einen Stehstream mache, kann ich ja so blöde Sachen machen wie, oh, der Aufzug ist da. Da. Oder ich gehe in den Keller mit euch. Soll ich mal mit dem Keller nehmen? Passt mal auf. So ein Scheiß. Kennt ihr das? Was macht man als Kind, ne? Hey Dirndl, Fafa hier. Auch ich möchte meinen kleinen Senf mal dazugeben. Ich wünsche dir an erster Stelle alles, alles, alles Gute zu deinem Jubiläum. Bleib so toll, wie du bist. Bleib so lustig, wie du bist. Bleib so schön, wie du bist. Und isst so weiterhin so viele Brezeln, wie du kannst. Dirndl, ich fühle mich bei dir immer sehr, 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 sehr wohl. Auch wenn ich wahrscheinlich leider viel zu selten da bin. Aber trotzdem an dieser Stelle liebe, liebe Grüße, alles, alles Gute. Wirklich, bleib so wie du bist. Twitch braucht dich. Und ja, genau. Liebe Grüße, Dirndl. Ah! Ode an das Dirndl. Etwas grau und etwas fahl, ausgeschlafen war einmal. Doch was nützt mir das Gewimmer? Freunde, es kommt noch schlimmer. Schwarzes Haar, süße Ohren, in ihrem Stream ich mich verloren. Manchmal ist es große Mühe, der Wecker läutet in der Frühe. Da bekomme ich richtig bange, die Nacht ist nicht mehr lange. Weit ist die Pupille, alles unscharf, trotz der Brille. Verkehrt schlüpf ich in die Hose, meine Haare stehen lose. Richtig schwer ich hochgekommen, erstmal Kaffee mir genommen. Wegzuschauen, ein Hindernis, ein Lörg wär arg, kein Kompromiss. Meistens hat sie Rückenschmerzen, doch aufgelegt sie stets zu scherzen. Ein Lächeln auf dem Mund, die Sympathie auch noch ein Grund. Süß, wohl ziemlich zuckerhaltig, die Kleidung straff und niemals faltig. Der Spaß steht stets im Vordergrund. Das Angebot ist ziemlich rund. Auch wenn ihr mal ein Schrei empfleucht oder sind die Äuglein feucht. Die Stimmung kann sie immer halten, nicht zu denken da ans Abschalten. Stören auch mal, Soundalerts dem Frieden, schreit sie, dass sich die Balken biegen. Zieht sie auch einmal die Schnute, kommt uns doch zugute. Sie lebt für uns den Dirndlbrauch mit einem ganz besonderen Hauch. Die Zimmertüre lediglich ist oft offen, wie bedauerlich. Zu sagen ist an dieser Stelle, du bist eine Freudensquelle. Mit deiner holden Weiblichkeit und das zu jeder Tageszeit, komm ich nun bald zum Schluss, deinen Stream ich schauen muss. Kurz gefasst, liebe junge Dame, danke ich fürs Gemeinsame und wünsch dir für das nächste Jahr alles, was ich hier geschildert, war bis jetzt noch sehr gemildert, dass du lange noch beim Streamen bleibst und es so richtig uns allen zeigst. Noch lange bist du
kein altes Eisen. Oft wird der Stream auch noch entgleisen. Setz dich bitte nie zur Ruhe. Schauen dir doch so gerne zu. Denn Gaming-Dirndl, wie du weißt, erfüllst du unsere Herzen und den Geist. Drum hoffe ich, du streamst noch weiter, denn mit dir ist es immer heiter. Liebe Melli, ganz, ganz dickes Bussal an dich. Bleib so, wie du bist. Du bist ein wahnsinnig toller Mensch und ich bin so dankbar und froh, dass ich dich auf Twitch kennenlernen durfte und genieße wirklich on-stream, off-stream jeden einzelnen Moment mit dir. Alles Liebe. Die Socke! Ah! Hallöchen, liebes Gaming-Dandel. Ich habe mich heute in Schale geworfen, denn wir feiern heute mit dir dein erstes Jubiläum. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten, denn ich mag deinen Content wirklich sehr, sehr gerne. Du bist sehr lustig. Und durch dich hat Twitch einfach so ein bisschen mehr Bayern. Das ist nice. Mach gerne weiter so. Ich freue mich auf die ganzen zukünftigen Streams. Und ich hoffe, du feierst dein Jubiläum schön. Mach's gut. Dankeschön. Ah! Warum heißt es eigentlich nicht White High? White High, the White High. Give me the White High. Warte mal. Was ist ein High auf Englisch? Ist High auf Englisch High? Scheiße. Oh Gott. Warte mal. High auf Englisch. Chark, danke. Oh Gott. White Chark. Ah, no. Nur der ganze Chat schaut zu, wenn die Dirndl und Lederhund schlafen. Drum schlaf auch du. Oma, für dich ein episches Blasen. Ich stream ja ab und zu auch in, wie heißt's? In Dirndl. Meine Güte. Ist ja nicht so, dass ich Gaming-Dirndl heißen würde, gell? Oh Gott. Das hat jetzt keiner mitgekriegt, dass ich nicht mehr weiß, was ein Dirndl ist. Liebes Gaming-Dirndl, ich wünsche dir und deiner Community alles Gute zum ersten Geburtstag und mögest du uns mit deinem Experiment noch lange erhalten bleiben. Du bist eine der Besten, vergiss das nicht. Grüß Gott, liebes Dirndl. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Twitch-Jubiläum. Und ja, was soll ich sagen? Bleib so, wie du bist. Mach einfach weiter und verfolg weiter den Brezen Style of Life. Mach's gut. Ciao, ciao. Happy Birthday. 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 To you. Mein liebes Dirndl, das muss von Bieber und mir als musikalischen Gruß reichen, da wir nur ein ganz kleines Zeitfenster bekommen haben von deinen Moderatoren, denn sie sagen, es gibt so viele Beiträge hier und sie müssen da noch alles schneiden und es darf halt einfach nicht zu lange sein. Ja? Und deswegen habe ich nur eine begrenzte Zeit. Trotzdem möchte Bo hier und auch die liebe Rosi dir alles, alles Gute heute wünschen zu deinem Ehrentag und genieß den Tag mit deiner Community zusammen und ja, bleib so, wie du bist. Und da sind wir auch schon beim Thema. Der fehlt noch. Sind insgesamt 3 Ordner,
die ich zusammenbekommen habe, zusammengeschrieben habe, über deine Karriere hier auf Twitch, von den Anfängen bis zum heutigen Imperium. Und die Informationen habe ich von einem deiner Moderatoren bekommen. Und dieser Moderator möchte aber hier namentlich nicht erwähnt werden, anonym bleiben, was ich auch hier beherzige. Und in diesen drei Ordnern, muss ich natürlich auch sagen, der mittlere, der kleinste, beschäftigt sich nicht mit dem, was war, sondern mit dem, was sein wird. Das heißt, wie wird das Dirndl-Imperium in 2 Jahren aussehen? Ja. Und diese drei Ordner beschäftigen sich auch mit dieser wunderbaren Person, die du bist, die aus einem Experiment heraus sowas Tolles geschaffen hat. Mit so viel facettenreichem Content. Und darum soll es gehen. Aber dadurch, dass das jetzt zu lange dauert und ich, wie gesagt, nur dieses kleine Zeitfenster bekommen habe, habe ich mir das Wichtigste mal rausgeschrieben, eine Zusammenfassung gemacht. Und erst handschriftlich, wie ihr seht, und konnte es nicht mehr lesen. Deswegen habe ich es nochmal ausgedruckt, mit dem Rechner ordentlich geschrieben. Und deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle ganz kurz dir diese Gedanken vorlesen. Mein liebes Dirndl, du bist für mich die... Liebe Melanie, wie du weißt, bin ich kein Mann der vielen Worte, deswegen halte ich meine Rede auch kurz und schlicht. Habe alle Dirndl und Lederhosen total ins Herz geschlossen und ich freue mich jedes Mal auf einen neuen Stream mit dir und der Community. Ich selber bin ja sehr zufällig durch einen Random Raid in deinen Stream reingestolpert. Damals noch Alan Wake mit der Gameide. Wer kennt sie nicht? Die Gameide. Hust. Ich unterstütze dich sehr gerne bei allem, wo du Hilfe brauchst, ist Ehrensache. Mach so weiter, bleib wie du bist. Mehr wollen wir nicht. Und natürlich ist mein Foto verpixelt, der Akatosch muss ja schließlich noch für die Dirndl und Lederhosen geheimnisvoll bleiben. Und nun übergebe ich das letzte Wort an Wolfi und sage Servus. Und nun übergebe ich das letzte Wort an Wolfi. Und nun übergebe ich das letzte Wort an Wolfi. Dankeschön, Akatosch, und einen wunderschönen guten Abend, liebes Dirndl, liebe Melanie. Kurz vor Schluss melde ich mich ja auch nochmal aus dem Schnitt, habe mich extra für dein Dirndleum kurz umgezogen. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, was nicht meine Vorrednerinnen und Vorredner schon lange gesagt hätten. Dennoch möchte ich mich dem gerne von Herzen anschließen. Und von Herzen gerne möchte ich auch einmal Danke sagen für die Gelegenheit, in dieser illustren Runde dir zu deinem Jubiläum gratulieren zu können und zu dürfen. Und dir selbst möchte ich auch gern einmal Dankeschön sagen für all die Streams, mit denen du uns so unglaublich viel Spaß bereitest, uns unsere Alltagssorgen vergessen lässt und ja, dass du so viel Zeit mit uns verbringst. Danke dir. Und ich hoffe, du hast beim Ansehen von diesem Video bisher genauso viel Spaß gehabt wie auch ich im Schnitt. Und ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben an der einen oder anderen Stelle. Und ja, weiterhin wünsche ich dir viel Erfolg auf die nächsten Jahre. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Rest des Videos. Das ist nämlich auch noch lustig. Ciao. Wir gucken mal, was bei rumkommt. Oh Gott! Hoffentlich ist es nicht zu laut. Huff! Okay. Oh Gott, 3. Ah, ich traue mich nicht. 2. Scheiße. 1. Oh Gott, es geht nicht. Oh Gott, war das laut.
Ist es schon soweit? Oh mein Gott! Okay. Mein allererstes Mal, ich meine, ich streame ja auch erst seit August letztes Jahr. Mein allererster irgendwas reinfeierstream. Glitzer in dem Chat, Glitzer! Dankeschön! Oh mein Gott! Dankeschön, oh Gott! Ich wünsche dir weiterhin viel Glück und Gesundheit, Garmin 1452 Dirndlherz. Danke für die 1000 Bits, dankeschön! Und danke für die Glückwünsche! Und Akatosh, nein! Monaco, nein! Das tust du nicht! Ich lasse es jetzt einfach mal passieren, oder? Ich kann ja eh nichts machen. Dankeschön! Scheiße, scheiße, scheiße. Das ertrage ich wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Ich habe ja nicht mal Tücher da. Oh, puh. Dankeschön, Pfiffig. Scheiße. Oh Gott. Oh, mein Make-up. Das war's, ne? Ich verabschiede mich jetzt mal. Ich löse mich gerade auf. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sag euch allen gleich Danke. Ich weiß gerade, ich komme gerade mit mir selbst nicht klar. Oh Gott. Oh, es ist so schön, diese ganzen Emotes und dass ihr Glitzer und alles reinschmeißt und die Sound-Alerts. Es ist so schön. Zucker bist auch da. Oh mein Gott, hi. Ja, die erwischen mich hier voll. Es ging, glaube ich, gleich nach den ersten Sachen los. Oh Gott. Ich weiß gerade nicht, was ihr da macht. Danke an euch alle. Ich weiß, dass das noch viel mehr sind und ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Danke, Murks. Danke, Max. Danke, ihr Lieben. Oh, oh. Ich glaube, ich habe mich einigermaßen beruhigt. Ihr habt mir einen wunderschönen Start in meinen Geburtstag, Schlüpftag. Ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall ganz viel nachlesen. Bereitet, ich bin, ja, wahrscheinlich schlafe ich eh bis um 4 Uhr morgens nicht. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself. Gute Nacht, Biber. Gute Nacht, Dr. Med. Dankeschön. So schön, das Lied. Während der Aufnahmen kam keinerlei Dirndl und Lederhosen zu Schaden. Na gut, eine Dirndlschürze ging kaputt, aber sonst war da wirklich nichts. Also, abgesehen von dem Knopf der Bluse, der spektakulär den Abflug gemacht hat. Und Mellys Rücken scheint auch spontan Alterungserscheinungen ausgesetzt zu sein. Kein Wunder, in dem Alter. Auch hantiert sie ja neuerdings mit sehr scharfen Messern und wird von Öl attackiert. Unter Umständen wurden vielleicht hier und da auch die Gehörgänge des Chats und die Geduld der Nachbarn beansprucht. Apropos beansprucht. Was wurden die Lachmuskeln beansprucht? Oh mein Gott. Hör mir auf mit den Lachmuskeln.
Was haben wir da gelacht während der Aufnahmen? Nun, zurückblickend und objektiv betrachtet war das Ganze vielleicht doch nicht ganz so ungefährlich. Okay. Wie können wir das jetzt noch retten? Weißt du was? Vergiss, was ich gesagt habe. Dieses Jahr war super gefährlich. Viel zu leicht wird es einem hier gemacht, nach nur kurzer Zeit bei den Streams hängen zu bleiben und immer wieder einzuschalten. Das ist doch gemein gefährlich. Doch weißt du noch was? Genau so und nicht anders wollen wir das haben. Genau so macht es uns Spaß und deshalb bleibt nur noch eines zu sagen. Danke. Danke, dass du dir immer wieder den Kopf zermarterst und all das Geschilderte auf dich nimmst, damit wir dieser super gefährlichen, lustigen, verplanten, schelmischen und auch emotionalen Stunden mit dir genießen können.